Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part, die Kunst des Mordens. Wir hatten in der letzten Folge festgestellt, dass wir uns hier mal im Archiv umgucken wollen. Also gehen wir da mal hin, um nach Mitgefangenen zu suchen. Reden wir mal mit dem Polizisten. Nicole Bonnet, FBI. Da war auch noch was. Edward Marody, was kann ich für Sie tun? Da mal hinklicken. Ich möchte mich im Archiv umschauen. Ich bewache das Archiv lediglich. Sie müssen sich an den Registrator wenden. Sein Büro ist dort rechts. Aber was ist das hier? Gefängnisarchiv. Okay. Achso, da geht's dann runter. Erstmal hier. Büro des Registrators. Okay, gehen wir da mal hin. Entschuldigung. So, das dürfte der gute Mann sein. Ja, ein hübsches Büro eigentlich. Was ist das da wieder? Ah, da geht's wieder raus, okay. Dann reden wir mal mit dem. Nicole Bonnet, FBI. Elmer Edwards, Registrator. Was kann ich für Sie tun? Ich benötige Informationen zu Frank Eaton aus der Zeit, als er seine Strafe absaß. Wann war das? In den 70ern. Das ist gar nicht gut. Unsere Akten werden momentan alle digitalisiert und alles ist durcheinander. Wie zu erwarten. Ich benötige sie trotzdem. Wo kann ich anfangen? Der Raum, in dem die Akten aufbewahrt werden, wird gerade renoviert. Die Anstreicher haben den Schlüssel hier irgendwo liegen lassen. Wie Sie sehen, ist das hier ein fürchterliches Chaos. Ich kann es kaum ertragen. Ich finde den Schlüssel nicht. Soll ich ihn suchen? Das wäre am besten. Ich werde hier noch wahnsinnig. Kann ich nachempfinden. So, dann wollen wir doch mal suchen. Den Schreibtisch mal angucken. So, was haben wir denn jetzt wieder? Ein Ball. Da ist ein Ball. Ein Elefant. Wo ist hier ein Elefant? Ich sehe die Schildkröte. Elefant, Elefant, wo bist du? Elefant. Kleiner Elefant. Großer, wenn man schon entgegengehüpft. Ein Dreieck. Ja, eine Brechstange, ein Filzstift, eine Lupe. Das ist eine Brechstange, ein Filzstift. Das nicht. Schade. Eine Lupe. Lupe, Lupe. Keine Ahnung. Hefter, Lippenstift, Knopf. Hefter. Lippenstift. Das ist ein Lippenstift. Da ist eine Lupe. Filzstift. Geht das vielleicht? Jawohl. Knopf. Knopf. Lippenstift. Wer schminkt sich gern und hat den schon gefunden? Gehstock, Schraube, Fächer. Ei, bin ich wieder blind. Wo haben wir es denn? Als kein Fächer und kein Lippenstift. Da ist eine Weinflasche. Also irgendwie bin ich schon wieder blind. Was sollen die Sachen sein? Was ist das? Das war die Schraube. Gut, okay. Noch den Fächer, den ich jetzt nicht finde. Den Lippenstift. Das Dings. Da hat sie Pinnadeln. Elefant habe ich auch noch nicht gefunden. Also irgendwie. Und ein Dreieck. Was denn für ein Dreieck, bitte? Heilige Schande, gib mir mal einen Tipp. Da? Was ist da? Eine Uhr. Ja, das ist schon mal schön, aber nach der hat kein Mensch gesucht. Ja. Elefant, ich habe eine Schildkröte. Dreieck. Ist da was Dreieckiges? Nee. Na. Oh Leute, Leute, ich bin so am Knopf. Du bist doch ein Knopf, genau. Baba.
war klar, dass das wieder von vorne losgeht. So, die Lupe haben wir, den Ball haben wir da. Eine Rose. Oh, wo liegt denn hier eine Rose? Das ist doch hier sowas, ne? Ja. Genau, so die Brechstange. Wo war die jetzt nochmal? Hätte ich doch eben. Wo war die denn da? Ein Gehstock, den ich auch immer noch nicht finde. Irgendwie ist der wieder... Naja, weiß der Geier wo. Eine Maus. Sag, was für komische Viecher sucht man denn hier? Ich habe ja bis jetzt viel gefunden, aber... Da ist eine Maus. Die nehme ich mal. Den Käfer habe ich schon entdeckt. Da. Das Dreieck suchen wir noch. Und Kugelschreiber. War das jetzt der hier? Nee, da. Nehmen wir den. Den Lippenstift habe ich auch noch nicht gefunden. Und die Brille. Ach Gott, nee. Etwas, was ich auch brauche. Eine Brille. Die ist mir wo... Ah, da. Auch noch nicht auf. Da ist der Elefant. Jetzt sehe ich den scheiß Elefanten. Guckt, da, Elefant. Oh Gott, hat der vorher auch da gesessen? Gehen wir uns mal einen Tipp holen. Zack. Da war das. Ey. Was war das? Das war ein Gehstock. Ich habe das nicht erkannt. Sorry. Aber in Spitze habe ich vorhin gesehen. Da. Welches Dreieck? Mann, bin ich blöd manchmal. Und blind. Aber den Lippenstift sehe ich immer noch nicht. Hat denn einer einen Lippenstift für mich? Ich schmink mich halt nie. Es wird sein. Deswegen fallen mir so komische Sachen nicht auf. So, hier haben wir alles Mögliche und Unmögliche. Nur... Ah, Lippenstift. Eben habe ich ihn gefunden. Mit diesem Schlüssel kann ich nichts öffnen. Ah, okay. Jo. Gut, dann reden wir nochmal mit dem Herrn Registrator. Der Schlüssel ist kaputt, damit werde ich nichts öffnen können. Diese verflixten Anstreicher haben den Schlüssel kaputt gemacht. Sie müssen dort drüben an dem Brett einen Ersatzschlüssel suchen. Was noch? An dem Brett, an welchem Brett? Da ist ein Brett, Schlüsselbrett, okay. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt die Schlüssel vergleichen oder so. Ich habe den Nachschlüssel gefunden. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welcher der richtige ist. Okay, ja, dann wollen wir doch mal gucken. Kann man den da genauer angucken? Ich würde mir den gerne erst noch mal angucken. Heilige Schande. Probieren wir es mal. Du siehst irgendwie kleiner aus, oder? Nee, das ist es nicht. Das ist er auch. Der da vielleicht? Nee. Also, wo könntest du stecken? Du siehst ähnlich aus. Nee, aber auch nicht. Du da? Nö. Nee, oder doch? Nee, ich glaube, irgendwie hat mir der hier direkt gefallen. Ha! Der Nachschlüssel ist unbeschädigt. Ja, supi. Hat doch mal wieder was geklappt. So finde ich das gut. Ab und zu muss ja auch mal was klappen, ne? So, was nun? Reden wir nochmal mit dem Mensch? Nee, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt direkt runter in die Registratur, würde ich sagen. Gucken wir mal, was es da so gibt. Was ist das denn, das Archiv? Da ist ein Archiv. Und wo geht's da nochmal hin? Ins Gefängnisarchiv. Eigentlich müssen wir ins Gefängnisarchiv, oder? Na, gucken wir mal, was da ist. Die Tür ist verschlossen, ja klar. Logisch, was auch sonst, ne? Gucken wir mal, wo es da lang geht. Ach so, das ist... Ja, okay. Dann brauchen wir natürlich den Schlüssel, würde ich mal sagen. Und die Tür... Ach, herrje, wie sieht's denn hier aus? Was für ein Chaos. Ich muss ein bisschen aufräumen, sonst finde ich die Akte nie. Ja, das würde ich sogar bestätigen. Dann gucken wir mal. Wir suchen eine Rolle, eine Puppe, einen Löffel, Taco, lecker. Stiefmütterchen, Anker, Wasserwaage, Elefantfächer, Schuhe, Flasche, Jeans. Ja, also das ist mir ja direkt ins Auge gehüpft. Da haben wir eine Jeans rumliegen. Ist das eine Rolle? Nee, nee, nee. Ha, ein Apfel. Guck.
So, was suchen wir noch? Ein Löffel. Ist das, nee, das ist ein Pinsel. Ein Taco. Das ist ein Dings. Taco. Ist das da? Ah, habe ich doch richtig gesehen. Ist das ein Stiefmütterchen hier? Jawohl. Ein Anker. Das ist aber alles Mögliche. Nur kein Anker. Das ist... Ach, das ist ein Roller. Ja. Was suchen wir noch? Eine Wasserwaage. Schuhe. Wasserwaage. Wasserwaage. Was müsste doch hier rumliegen? Ja. Das ist aber nicht, ne? Da. Ich habe die Rolle gefunden. So, wo ist denn hier? Was ist das da oben? Kann ich nicht sehen. Da. Ankerwasserwaage. In der Wasserwaage gesichtet. Da ist ein Anker. Ha! Komm her, du. Ein Elefant. Na, wenn der wieder so winzig ist, dann werde ich den wieder nicht finden. Hilfe! Ah, da ist eine kleine Uhr, die habe ich aber gefunden. Flasche, Schuhe, Fächer. Hä? Eine Flasche? Okay. Was ist das da? Irgendwas anderes. Lampe, Schuhe, Schuhe. Hat man denn hier Schuhe gesehen? Handschuhe, ja. Aber Schuhe, Fächer, das ist ein Blatt. Ach, da ist ein Elefant. Ja, sehr gut versteckelt. Aber Schuhe sehe ich hier irgendwie gerade gar keine. Oder wo liegen die bei euch rum? Wo habt ihr denn die Schuhe versteckelt? Was brauchen wir denn noch? Ah, gucken wir mal. Was kriegen wir denn angezeigt? Da oben ist was. Was ist das? Ah, der Fächer ist da. Okay. Gut, dann haben wir immer noch die Wasserwaage, die Schuhe und einen Löffel. Wasserwaage, Wasser, was ist denn das da oben da? Ich sehe es nicht. Jedenfalls keine Wasserwaage. Ein Löffel. Wo hast du den Löffel versteckelt? Das Pinsel. Ein Hut. Noch ein Pinsel. Was ist das da? Kann ich nicht erkennen. Nee, kein Löffel. Ja, und fangen wir wieder von vorne an. Genauso dachte ich mir das schon. Also gut, Hut, Maske. Das Taco war hier. Schon mal gut. Die Zitrone ist da. Der Schraubenschlüssel. Hatte da was gesehen? Ist das ein Schraubenschlüssel? Nee, das ist irgendwas anderes. Das da? Nehmen wir den so lang. Ein Band. Was denn bitte für ein Band? Nehmen wir das? Klebeband, sowas. Ein Anker, der war doch hier irgendwo da. Genau. Den Schuh, den ich immer noch nicht habe. Yep. Bombe. Aha. Säge, Jeans. Die Jeans habe ich hier. Die Säge. Da war was, da war was, da war was. Wo ist die Säge jetzt wieder hin? Tü. War die nicht hier irgendwo? Säge, Säge, Säge. Egal, wir gucken mal nach einem Tipp. Ah, da oben wieder. Was soll da sein? Hallo? Da war der Löffel versteckt. Ach du Schande, okay. Also suchen wir jetzt nach Schuhen und nach einer Säge. Sagt Bescheid, wenn ihr was findet. Ich suche. Schuhe und Säge. Ich sehe weder das eine noch das andere. Säge. Das da. Schuhe! Ich habe die Schuhe endlich gefunden. Ja, toll. Jetzt suchen wir nur noch die Säge. Super, das sollten wir ja mal hinkriegen. Wenn ich denn die Säge finde, ne? Das ist alles. Das ist nur keine Säge. Das ist die komische Puppe. Ist die Zeit da? Ja. Hilf mir! Das da soll eine Säge sein. Ja, mit viel Fantasie erkenne ich das. Nicht. So, jetzt ein Pinsel. Ja, welchen denn? Den da? Juhu, ein weicher Pinsel. Wie schön.
Gut. Schöner, weicher Pinsel. Was machen wir jetzt mit dem Pinsel? Pinsel, Pinsel, Pinsel. So, geht noch was? Moment. Ah, auch wieder rausgehen, oder wie? Ja, und was ist mit der Akte? Ich dachte, wir suchen hier eine Akte, oder was? Ah, hinterer Bereich des Archivs. Guckt mal da, da kommt man noch weiter. Ja, manchmal ist es doch clever, wenn man hier noch ein bisschen rumguckt. So, was mag ich? Also würde ich sagen, bevor wir nach draußen gehen, in den Flur, gehen wir erstmal da lang. Aha. Diese Schubladen müssen zurück in den Aktenschrank. Aber ich muss sie erst reinigen, sonst erkenne ich die richtige Reihenfolge nicht. Ah, diese Schubladen da wohl, ne? Okay, gucken wir mal. Ja, noch ein bisschen Zeit. Gut, dann schauen wir mal. Schubladen sammeln. Wie Schubladen sammeln? Was versteht ihr jetzt unter Schublade sammeln? Hallo? Von was für Schubladen redest du? Oder hier, das sind... Ah! Was war da jetzt? Das sind so Kisten. Ich habe eine Schublade gefunden und weiß gar nicht, was ich gefunden habe. Hilfe! Ich weiß nicht, was ich suchen muss. Was nennt ihr hier Schublade? Ich klicke hier auf irgendwas drauf, aber... Ich habe keinen Plan. Was war das? Könnt ihr die mal in größer zeigen? Also irgendwie... bin ich gerade überfragt. Also wenn einer von euch mitgekriegt hat, was ich hier überhaupt suche, ey, wie sieht das aus, auf was ich suchen soll? Oh, das gibt's doch nicht. Na ja, gut, klicken wir einfach mal wahllos in der Gegend rum. Wir werden schon finden. Da ist nichts, da ist nichts. Also die da. Ja, wenn man nicht weiß, wonach man sucht, ne, dann ist man echt... Ah, also langsam komme ich vielleicht dahinter, was ich hier suche. Oder auch nicht. Da war wieder was. Gott, das sind zu viele. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich klicke hier wahllos durch die Gegend. Da war was. Da ist was. Komme ich jetzt langsam dahinter? Nö, immer noch nicht. Da liegt was. Hier liegt was. Da steht auch noch sowas Graues. Also langsam habe ich wenigstens eine Farborientierung. Da ist... Ist das nicht? Das ist ein Ordner, okay. Messer, Schublade noch 7. Hilf mir mal. Zeig mir doch mal eine Schublade, damit ich mal weiß, was ich suche. Ach so, graue... ja. Okay, dann... Sowas ist ja eigentlich immer ganz schön. Wenn man es findet. Hast du da was? Nee. Aber diese Uhr da. Da ist noch was. Da. Hinten? Nee. Das ist nix. Und alle wieder da. Jetzt fangen wir das ganze Spielchen wieder von vorne an. Okay. Gucken wir mal. Ob ich es jetzt besser finde, ist mir ja immer noch ein Rätsel. Was haben wir denn da? Weiß ich nicht. Da ist so ein graues Ding. Da vielleicht. Das da. Da ist was. Die zählen wieder nicht. Blöd. Aber da.
So, jetzt haben wir die Gröbsten, glaube ich, gefunden. Da ist noch was. Der Schubladen suchen, ja toll. Ey, echt. Gibt nichts Besseres als Schubladen suchen. vor allem jetzt, wo ich wieder irgendwie nichts mehr sehe. Und wieder mehr oder weniger wahllos in der Gegend rumklicke. Ja. Wie viele fehlen denn noch? 5 Stück. Komm, gib mal einen Tipp her. Da unten. Wo ist denn bitte hier eine Schublade? Ist hier eine Puppe? Ein Puppengesicht? Ah. Gott, sind die versteckelt. Das gibt's ja nicht. Irgendwie bin ich der Meinung, da müsste auch was sein. Gott, egal. Die zählt nicht. Wir brauchen noch 2 Stück. 2 olle Schubladen. Eine noch, eine noch, eine noch. Oh Mist, die Zeit läuft ab. Hoffentlich, hoffentlich. Ja? Ey, da hinten. Das Ding will er in das fressen. Okay, Schublade hier. Ah, oh, ich krieg die Krise. Könntest du mal schneller gehen? Komm, 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 ich brauche noch einen Tipp. Irgendwie kriege ich den gerade nicht. Hat er mir was gegeben? Tippi. Da. Da habe ich ja vorhin hingeklickt. Ah, wir haben es geschafft. Puh, Glück gehabt. So, das heißt, ja, meine Aufnahmezeit ist auch schon wieder rum. Komme ich hier irgendwie raus? Da geht's irgendwie runter ins Archiv. Genau, da kommen wir raus. Was ist hier noch? Archiv, Archiv, Archiv. Gucken wir kurz, dass hier nichts anderes ist. Okay, gut. Aktenschrank. Ah, den können wir das nächste Mal untersuchen. Also, schreibe ich mir auf. Aktenschrank untersuchen. Und verabschiede mich jetzt für diesen Part. Und jo, macht's gut. Bis dann. Tschüss.